Ein neuer Versuch in der Arena. Gegen den anderen Reiter da. Das ist einer der apokalyptischen Reiter. Und hoffentlich ohne Bug. Gleich Gesundheit, wenn die Sequenz durch ist. Und die kann man jetzt nicht überspringen. Strange. Cool. Oh, doch, 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 doch. Gesundheit, wo gibt es hier noch Gesundheit? In die Kisten. Hallo, hier waren doch Gesundheitskisten. Boah, scheiße. Sind die aus dem Kampf von davor und jetzt sind die dann nicht mehr da? Oh Mist! I shit you not. So, wehe, er verliert jetzt in der Zwischensequenz die Chaosform. Geil. So, Ruin. Krieg und Ruin sind wieder vereint. Während Krieg auf Ruin reitet, werden seine Schwertangriffe sehr mächtig. Drücken Sie L1, das ist der obere, und R1, um Ruin zu rufen und fortzuschicken.
Chaoswasserstufenaufstieg, danke. Ist, dass das durch die Gegend rennen Pferd mehr Zeit kostet, als die Gegner einfach umzuhauen. Ende Gelände sein. Wir sind schon dabei, das Publikum zu dezimieren. Die Gäste müssen dran glauben. Oh, kommt da noch was Schönes Großes? Haben sie noch was Großes mitgebracht? Nein! Es geht raus. Oh, your little reunion brings a tear to my eye. Let them go. That filthy beast might be your only hope of finding the statue. Dass der Letzte nicht einfach geht. Wie bei was, Jack Reacher. Also, geile Szene. Da sieht er auf der Straße prügelt und noch so meint, ja, die letzten beiden rennen sowieso weg. Mit dem muss er gar nicht rechnen. Jetzt werdet ihr langsam lästig. Ich will doch ein bisschen weiterkommen. Ich habe jetzt genug Leute totgehauen. Ich verschwende nicht die Chaos-Form auf euch. Das ist wahrscheinlich, wird es mir sowieso in der nächsten Zwischensequenz oder im nächsten Abschnitt wieder genommen. Was ich ein bisschen gemein finde. Sag mal, kann ich eigentlich hier... Nee, kann ich nicht. Okay, das geht aber. Gut. Also ich dachte, dass ich jetzt durch Ruinen die Sache verlieren würde, dass ich mich in die Chaosform verwandeln kann. Also wenn ich ihn quasi wieder davon galoppieren lasse, den Gaul, dass das dann verloren ist, was ich da als Aufladung hatte, aber das ist nicht der Fall. Das sah nicht ganz so aus, wie ich es machen wollte, aber ich glaube, es zählt. Did you see that? There was something glowing in its mouth, right before it turned you into kibble. Thank you.
Ah, okay. Deshalb habe ich auch einen Revolver. Revolver. Ah, aber ich sterbe dabei nicht komplett. Also selbst wenn man mich jetzt hier auf dem, Sand erwischt. Ach, das ist ja eine, Automatikpistole. Da muss ich gar nicht immer wieder abdrücken. Ja, irgendwie, das kam mir halt auch echt so bekannt vor, dieses über die Wüste da reiten und irgendwas mit vor diesem Sandwurm weg. Aber ich war mir dann nicht mehr sicher, nachdem das losging. Schon wegen hier Zeit anhalten und tralala. Ach, den kann man nur mit dem Schwert, mit dem Pferd besiegen. Hübsch. Kann man mal nichts sagen. Well done. But that was only practice for the Stygian, the biggest and meanest of them all. Ja, dann holen wir uns den. Hier drin kann er nicht reiten. Jetzt nochmal die Raketenwerfer. Sorry, aber wenn ihr mir die anbietet. What the fuck? Sorry, dann muss ich jetzt doch die Chaosform benutzen. Und ich brauche ganz, ganz dringend Gesundheit. So geht's ja wohl nicht. Verdammt. Acht vor den Raketenwerfer-Heinis, die sind echt unangenehm. Oh, und die Großen sind natürlich auch scheiße. Oh, die vertragen noch drei Raketen, nachdem man sie schon eigentlich erledigt hatte. Das internationale Zeichen für ins Bett gehen. Noch ein bisschen Deep Space Nine zum Einschlafen gucken.
schon wieder ein bisschen zu viel mit diesen Repliken. Eigentlich hier. We had a good run, aber jetzt ist auch wieder genug mit dem Feature. Vielleicht doch ein bisschen sehr einfach ist. Hier ist eine Kiste und da ist nochmal Gesundheit und da sind natürlich noch ein paar Gegner. Oh! Guten Tag. Oh, okay. Da, das war jetzt aber der letzte, oder? Lege mal ab. Und hier kann der auch nicht rauskommen, weil das hier Felsen ist und er kann nur aus dem Sand rauskommen, oder wie? Wenn ihr hier schon so schön steht, um mich versammelt, dann haut das mal so. Die hören nicht auf, oder? Doch, ich glaube jetzt haben sie die Nase voll. Haben sie irgendwie nicht. Von irgendwo kommt noch was. Moment, von da habe ich doch gekommen. Wow! Ey, Leute! This is overkill! It's too much, too much. Too much. Letztens kam übrigens auf Kabel. Nee, nicht Kabel 5. Wie heißt es? Telefon? Das ist Telefon? Ich glaube ja. Da kam übrigens letztens mal wieder eine von den Terry Pratchett-Verfilmungen. Und zwar Hogfather. Und die sind zwar. Die sind immer ein bisschen zu langsam in ihrem Schnitt und in ihrer Erzählung. Die sind ein bisschen wie die Telltale Adventures. So, ihm fehlt so ein bisschen der Speed. Nur, dass es bei den Telltale Adventures in der Regel aus technischen Gründen ist. Dass Szenen einfach ein bisschen zu lange stehen. Und bei denen ist das irgendwie von Natur aus. Aber ich sehe die total gern. Ich finde die immer total charmant. Aber ich mochte auch die Bücher so gern. Das habe ich in meiner Jugend so gern gelesen. Das sind ja immer britische Fernsehproduktionen, die waren ja nie im Kino oder so. Und sind halt immer zwei Teile, also die gehen immer so 4 Stunden lang. Oder 3,5 oder so, ne? War echt ganz cool. Ah, okay, so werde ich dann die Waffe wieder los. War ja klar. So, Tauchstation. Keine Fische in der Nähe. Und ich glaube, Zeit für ein Päuschen, oder? Schauen wir mal. Prozess, Tic-Tac. Na, ist ein bisschen kurz, aber passt jetzt gerade ganz gut. Also von daher, bis denn.